Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es den Sommerfahrplan für den 1. FC Köln für die neue Saison 2024-2025. Hier gibt es jetzt alle Infos zur Saisonvorbereitung von unserem 1. FC Köln. Und wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann bleibt gerne dran. Ja, denn der FC hat ja schon den Trainingsauftakt hinter sich gelassen und auch da habt ihr den Vlog nochmal richtig supportet. Also vielen, vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, wirklich. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Auch bei dem Sky-Interview haben viele gesagt, Mensch, klasse, richtig gutes Interview. Vielen, vielen lieben Dank. Auch das hat mich natürlich richtig gefreut. Also da nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch. Ja, und jetzt ist eben die Frage, wann testet der 1. FC Köln das erste Mal? Und zwar am 29.06. testet der 1. FC Köln gegen den VfL Rheingold Pohl im Südstadion und Anpfiff ist um 14 Uhr. Dann das zweite Testspiel steht auch schon fest, am 5.07. gegen die Sportfreunde Siegen um 16 Uhr im Leimbachstadion in Siegen wird es da stattfinden. 5 Tage später startet das dritte Testspiel für unseren 1. FC Köln gegen Union Nettal in Nettal tatsächlich und Anpfiff ist da um 18 Uhr. Dann 3 Tage später startet das vierte Testspiel gegen die Kickers Offenbach um 14 Uhr. Allerdings ist da eben der Spielort noch offen, also da weiß man noch nicht genau, wo man spielen will. Nähe Köln steht jetzt hier. Wie gesagt, da wird es noch weitere Infos natürlich geben. Dann am 19.07. gibt es noch ein Testspiel gegen den VVST Druiden in Euskirchen. Letzte Saison haben wir ja auch in Euskirchen ein Testspiel gehabt. Dieses Mal wieder Start ist hier, Anpfiff ist hier um 18 Uhr. Dann einen Tag später testet der 1. FC Köln gegen Viktoria Köln im Sportpark in Köln, wie gesagt, und um 14 Uhr ist hier Anpfiff. Einen Tag später geht's dann für den FC ins Trainingslager. Das Trainingslager ist ja wieder eine Woche vom 21.07. bis zum 28.07. und es geht natürlich wieder nach Österreich. Allerdings dieses Mal nach Bad Waltersdorf, Steiermark, wie gesagt, in Österreich. Und da wird es natürlich auch wieder 2 Testspiele geben. Das erste Testspiel ist dann im Trainingslager am 24.07. gegen Swansea City. Start ist hier tatsächlich im Themenstadion in Bad Waltersdorf. Um 16 Uhr geht es da los. Und am 28.07., also am Abreisetag sozusagen, testet der 1. FC Köln nochmal gegen einen Gegner, den man Stand jetzt noch nicht weiß. Also da wird noch ein Testspielgegner gefunden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es ein Testspielgegner wäre, ja, der schon so ein bisschen auf der gleichen Höhe ist, vielleicht sogar ein Zweitligist, der ebenfalls in Österreich ein Testspiel macht oder vielmehr Trainingslager ist. Das würde mich schon freuen, wie zum Beispiel jetzt einfach mal einen Gegner reingeworfen, Schalke oder Hannover, ne, also oder Hamburg, irgendein Gegner, der auf jeden Fall da auch auf Augenhöhe ist. Das fände ich schon sehr interessant. Nichts gegen die anderen Testspielgegner, aber ne, so nochmal einen, wo man wirklich weiß, okay, wo startet der oder wo ist der FC jetzt gerade? Wie gut ist der FC wirklich? Um das einfach zu erkennen oder zu sehen, würde ich mich da schon auf einen sehr interessanten Gegner freuen. Denn eine Woche später, also nachdem man eben im Trainingslager in Österreich dabei gewesen ist, geht es dann eine Woche später schon mit der zweiten Bundesliga los. Am 2. August startet sie nämlich. Und da ist eben jetzt die große Frage, ne, wo wird der FC am Ende spielen? Wird der FC direkt hier den Saisonauftakt machen? In dem Fall mit, am Freitagabend dann doch gegen Düsseldorf. Viele haben es ja schon gesehen oder geraten oder gerüchtemäßig ist es ja schon so gewesen. Die DFL wird allerdings noch die Spielpläne natürlich veröffentlichen. Da werden wir jetzt auch die nächsten Tage natürlich drauf gucken, wann das ist. Deswegen, also ich muss aber ehrlich sagen, denn auch da haben mich viele gefragt, wie siehst du das denn? Würdest du es denn begrüßen, Düsseldorf direkt zu haben am ersten Spieltag oder eher nicht? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich fände es cooler, wenn man eher so Mitte der Saison, also so 10., 11. Spieltag, wenn man dann gegen Düsseldorf spielen würde, direkt so am Anfang, weiß ich nicht, fände ich irgendwie nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Aber schreibt auch gern da eure Meinung natürlich in die Kommentare. Ja, und jetzt ist die große Frage, gibt es eine FC-Saisoneröffnung oder gibt es keine? Stand jetzt gibt es keine. Stand jetzt ist noch kein Termin bekannt gegeben, denn wir haben es ja auch gesehen, 2. August startet die zweite Bundesliga und am 28.07., also der Sonntag, ist der FC noch gerade mit einem Testspiel und dann reisen sie ja auch erst wieder zurück. Also auch an dem Tag wird es keine Saisoneröffnung geben. Und normalerweise ist sie ja immer eine Woche bevor der Start eben der zweiten Liga oder der DFB-Pokal dann startet, als wir in der Bundesliga noch waren. Ne, da war dann immer,
dann die Saisoneröffnung. Und Stand jetzt ist noch keine bekannt. Und meiner Meinung nach, wenn es eine gibt, dann ist es nur möglich, wenn man auch noch vor dem Trainingslager eine machen würde. Denn wie gesagt, während dem Trainingslager oder nach dem Trainingslager ist da keine Zeit mehr für. Deswegen geht es eigentlich höchstens nur um, ja, nach dem Trainingslager eben. Ja, und jetzt, vor dem Trainingslager, so rum. Und ja, allerdings hat der FC noch eine weitere Sache veröffentlicht. Und zwar am 7.9. soll es ein FC-Sommerfest geben für alle FC-Mitglieder und Fans. Allerdings wieder auch auf den Vorwiesen. Also das könnte vielleicht die nachträgliche Saisoneröffnung werden. Vorwiesen des Rhein-Energie-Stadions, so wie wir es ja auch eigentlich kennen. Also wird der FC da eher so ein FC-Sommerfest draus machen. Und halt ein bisschen später, wenn man schon in der zweiten Liga gespielt hat. Ich denke mal der 7.9., ich weiß jetzt gar nicht genau, was das für ein Tag ist. Ob das jetzt ein Samstag ist, ein Sonntag ist. Auf jeden Fall wird da wahrscheinlich spielfrei sein, weil sonst könnte der FC das ja nicht machen. Deswegen, das ist jetzt veröffentlicht worden. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was findet ihr besser, das Sommerfest oder würdet ihr lieber eine richtige Saisoneröffnung vor der Saison auch haben? Schreibt es gerne mal rein. Bin da sehr auf eure Meinung gespannt. Und ich sag mal, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich ebenfalls freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, denn dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, sobald ich ja einen Livestream gestartet habe, sobald ein Video online gegangen ist. Also dann verpasst ihr wirklich nichts mehr auf diesem Kanal. Also es lohnt sich, die Glocke zu aktivieren. Und ich sag mal, danke für euren Support. Und ich sag mal, bis dahin, macht's gut. Euer Niklas. Und ciao.